Das ging schnell. So, jetzt aber zurück zu den Schildkröten. Ich brauche Schildkrötenfleisch, ich brauche Essen. So. Fleisch. Fleisch. Ein Fisch. Leiter ist da drüben. Ich hoffe mal, wir nehmen unter Wasser jetzt nicht mehr so viel Schaden. Es geht gerade so. Hallo Schildkröte. Komm. Daneben ist nicht so gut. Man merkt, du kannst nicht mit dem Ding ordentlich umgehen. So. Und nochmal zwei Stücke Schildkrötenfleisch. Yam, yam. Füllt sich langsam also wieder. Wir haben schon mal wieder einen vollen Sack mit Essen. So, wer hat gerade noch Hunger? Im Augenblick sieht es nach niemand aus. Im zweiten Sack ist ein bisschen was drin, wenigstens. Da ist noch ein Fisch. Da ist eine Potion, eine Energy Potion. Ah, vom Inventar aus kann ich trinken. Okay. Ertrinken ist aber nicht so gut. Gucken, ob ich noch was finde hier unterirdisch. Ah ja, ich finde was. Mindestens eine Schildkröte. So, die können wir auch noch schnell uns besorgen. Dann haben wir, glaube ich, wieder etwa für den Augenblick genug zu essen. Das war nichts. So. Einmal hoch, bitte. Und das hier da rein. So, Essen ist gesichert. Was jetzt gerade nicht gesichert ist, ist mein Weg hier weg. Und es wird Tag. Hey. Da lang. Gut. In den Hub gucken, beim Kristall speichern. Und die Tür ist immer noch zu. Ich weiß nicht, wie man diese verdammte Tür aufkriegt. Gucken wir mal. Da haben wir immer noch Blueberry Pie. Den Sack. Erstmal bitte Licht. Ist irgendwas Interessantes in dem Sack? Ja, die Pickaxt. Sag ich auch schon Pickaxt. Warte mal, was war das? Diviner's Cloak. Den trägst du ja schon, gell? Ja. Und du trägst einen Huntsman's Cloak. Und du auch. Und du trägst den Vitality Cloak. Gut. Das Schwert kann weg. Bist du meine... Ja, du bist meine Tasche für Klunker. Also kannst du da rein. Die Statue brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. So. Du hast den Repeater. Der kann damit dazu. Wie das Schwert und der Meteoritenhammer auch. Die Plattenrüstung kann davor. Und ansonsten hast du nichts mehr. Was du unnötig mit dir rumschleppst. Meteoritensturm brauchen wir nicht. Dark Bolt können wir nicht. Was sagen eigentlich deine Skills? Deine Skills sagen, du brauchst noch einen Punkt, dann hast du Border Magic voll.
Scroll of Shield behältst du mal. Ice Shards brauchst du. Force Shield brauchst du auch. Force Field, ja. Shield. Dispel auf jeden Fall. Light, Darkness. Ja, die restlichen behalten wir mal. Und dann gehen wir mal kurz zurück zum, nicht zum Killbreach-Bock. Auch wenn ich da wahrscheinlich wieder Frösche töten kann. Hamlet, nein. Genau. Das war schnell. Das war die einzige Schildkröte hier wahrscheinlich, ja? Und ja, immer wieder treibt es uns zurück an den Shipwreck Beach. Wir landen immer wieder am Anfang. Weil ich immer hoffe, dass es hier Essen spawnt. Na, weiter brauchen wir nicht gehen. Der Shipwreck Beach ist übrigens meiner Meinung nach das schönste Gebiet in dem Spiel. Naja gut, der Hamlet sieht ungefähr genauso aus. Oh, den können wir auch mal kurz gucken. Ob dort so ein Alpha-Wag oder wie sie auch immer heißen, respawned ist. Ah, was zur... Ein Rattenoger-Boss und ein Haufen Ratten. Einfach so auf dem Hamlet. Und natürlich der Trickser. Ich glaube, die Insel ist am Durchdrehen, kann das sein? Ah, wir haben wieder voll. LP. 1, 2, 4. Das muss ich mir mal überlegen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Da den Hamlet nochmal ordentlich aufzumischen, wenn da so viel Zeug ist. Die Frage nur ist nur, wie? Weil wenn ich da einfach reinlatsche, dann spawne ich direkt in der Meute. Das ist auch nicht so schön. Und einfach wegkommen tue ich da ja auch nicht. Ach du meine Güte. Ich muss nur dich wegkriegen und gucken, dass ich abhaue, bevor Big Boss da hinten kommt. Oder ich mach's einfach in die Richtung mal. Ja, in die Richtung ist, glaube ich, besser. Die beiden da drüben, die kann ich ignorieren. Ich hätte mir jetzt Heiltränke machen sollen. Also essen. Essen ist kein Problem. Du mach ihr mal einen Heiltrank. Du trink den auch gleich. Also noch geht das. Du. Jetzt haben wir vor uns mal eine Giftwolke. Das dürfte ja etwas helfen. Solange da drin nämlich steht in der Giftwolke.
Das ist gerade irgendwie ganz gechillt. So, frische Giftwolke. Und ich stehe im Feuer. So, kurzer Rückzug. Wieso zur Hölle Eiszauber? Ach so. Sylastra hat Hunger, das ist kein Problem. Da liegt nachher jede Menge Essen rum. Das ist der Hamlet-Zugang. Das ist der Shipwreck Beach-Zugang. Ja. Okay, auch wenn die Aufnahme dadurch vielleicht etwas länger wird, aber das clean ich noch. LP 1, 2, 5. 29 Pfeile? Woher kommen so viele Pfeile? Ach so, der da ist ja auch noch da. Okay. Den Trickser loswerden hat irgendwie für mich gerade Priorität. Weil vor dem Rattenoger-Boss können wir fliehen. Oder auch nicht. Au. Au. Okay, kurzer Rückzug. Gibt Tarion was zu essen? Hamlet of Stormreach. Shipwreck Beach, kurz rasten, Kristall aufladen. Der will irgendwie nicht mehr. Na gut, dann versuchen wir es bei dem Kristall auf Hamlet. Der ist ja da hinten, da dürften wir... Ja, der ist zugänglich, gut. Gib Breno ihr was zu essen. Oh, der wird bewacht. Das ist nicht so toll, dass der bewacht wird. Ah. So, jetzt kann ich aber schnell mich nur heilen und dann habe ich ein Problem. Los jetzt. Wow. Da kommen noch mehr Ratten, das ist auch nicht schön. Du hast den noch in der Hand. Heiltrank für sie. Ja, du hör auf, mir immer Sachen ins Gesicht zu werfen. Ah, das war nicht schön. Wisst ihr was? Shipwreck Beach, der müsste hier ja sein. Der ist immer noch nicht geladen. Ah. Ich gehe jetzt zu dem Speicherkristall außerhalb vom Hub. Die haben immer noch alle gleiche XP-Levels, das ist gut.
Ich gehe jetzt speichern und mache dann einen Cut. Und dann versuchen wir, den Hamlet weiter zu säubern. Beim nächsten Mal. Und auch der Kristall ist nicht aktiv. Willst du mich veralbern? So, jetzt ist er aktiv. Komm, Speicherscreen. LP126. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie gesagt, wenn ihr mir Tipps geben wollt, bin ich ab jetzt offen dafür. Also, bevor ich die restlichen Set-Teile, es fehlt fast über die Brustrüstung, außer bei ihm, finden kann. Also, bis dann.